Na, schauen wir mal, was im Briefkasten heute so Schönes drin ist. Oh, der neue ASX. Mal gleich auf. Schick. Bisschen windig heute. Ein neues Radio. Das schreit nach einem DAB-Scan. Machen wir mal einen Termin aus. Und schauen uns mal den neuen ASX von Mitsubishi an. So, in der Zwischenzeit, wo ihr das Intro gehört habt, sind wir flugs die Waldfee zum Autohaus Laufer hier in Dauchingen hergefahren. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen mal, ob die für uns ein ASX haben. Kommt mal mit! Und da steht er, in weiß. Der neue ASX, die zweite Generation. Das hier ist der Mild Hybrid 1,3 Turbo Benziner mit 103 kW und 140 PS mit einem Sechsganggetriebe. Machen wir mal auf und wir gucken uns mal gleich unter die Motorhaube, was er so hat. Beim Mitsubishi ASX gibt es insgesamt 5 Motorisierungen. Wir fangen bei der kleinsten Version an, 1,0 Turbo Benziner mit 67 kW, entspricht 91 PS und 6-Gang-Schaltung. Dann der Mild Hybrid 1,3 Turbo Benziner mit 103 kW, 140 PS, den wir gerade im Bild sehen, mit 6-Gang-Getriebe. Dann der Mild Hybrid 1,3 Turbo Benziner mit 116 kW, 158 PS mit einer 7-Gang-DCT-Gang-Schaltung. Dann den Hybrid 1,6 Benziner mit 69 kW, 94 PS Multimode, Elektromotor 36 kW, 49 PS Systemleistung, 105 kW, 143 PS und den Plug-in-Hybrid 1,6 Benziner, 68 kW, 92 PS Multimode, Elektromotor 49 kW, 67 PS Systemleistung, 117 kW, 159 PS. Dann gibt es noch 4 Ausstattungsvarianten, Basis, Plus, Intro Edition und Top. So, Motor haben wir geklärt, dann machen wir den zu. Und setzen Sie mal ins Auto. Was mir gleich angenehm auffällt, Lederlenkrad. Hier das Info-Entertainment-System. Das Display ist auch mittlerweile voll digitalisiert. Und dann drücken wir mal Start. Starten ihn nicht, aber machen mal die Zündung an. Ja, Handbremse angezogen, wissen wir. Und was verrät uns das Display? Linke Seite Geschwindigkeitsanzeige, rechter Seite haben wir Drehzahlmesser und wie voll der Akku ist. Spurhalteassistent, beziehungsweise auch wie viele Stundenkilometer man jetzt als nächstes fahren darf. Natürlich dann der klassische Hinweis, dass jetzt eine Tür offen ist. Und dann kommen wir zu dem, worauf viele schon von euch gewartet haben. Wir gehen in den DAB-UKW-Scan rein. Hier sehen wir nun das Infotainment-System vom Mitsubishi ASX, der zweite Generation. Und was sehen wir? Wir sehen Navigation, Radio, Musik, Telefon, Apps, Info, Einstellungen und weitere Vorschläge und Hinweise. Was bei dem Auto jetzt ganz schön ist, es hat standardmäßig in dieser Ausstattung ein vollwertiges Navi drin. Das heißt, man braucht nicht zwingend von Android, K-Android oder von Apple das System, sondern hat unabhängig ein autark funktionierendes Navi ohne Internet. Genau, dann gehen wir mal auf Radio und ja, dann schauen wir mal, was wir hier so Schönes finden. Ich kenne das System auch nicht, ich sehe es heute gerade zum ersten Mal. Dann gehen wir mal auf Radio Einstellungen, mal schauen, was wir finden. AM on, alles an, der klassische Ari ist aus, okay. Dann gucken wir mal Frequenzen, was er da anzeigt. Wir sind wohl hier jetzt im UKW und man kann das schieben. Oh, wie schön. Das ist ja richtig, richtig schön.
Gut, wir sind jetzt hier, wie gesagt, im Autohaus drin. Jetzt lassen wir mal durchlaufen, wo er als nächstes stehen bleibt. Und schauen mal, was er so uns anbietet. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser und da ist halt ab und zu mal ein Räusper drin bei so einem langen Video. Mal gucken, ob wir den Scan voraussetzen können. Batterie im Sparmodus, schreibt er gerade auf dem Display parallel. Nein! Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir einen Cut machen und gucken, ob wir da noch was gerettet kriegen. So, ich habe die Erlaubnis bekommen, wir starten das Auto, fahren bloß nicht raus, Bremse aktiv, ganz wichtig. Ja, ich bin nicht angeschnallt, das Auto ist schlau und motzt. So, dann machen wir weiter. Frequenzen und zappen mal weiter durch. Ah, der hat wieder von vorne angefangen. Ah, jetzt läuft, ah, okay. So einzeln hier, okay. Aber es ist ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jetzt hier den Showroom mit dem Verbrenner jetzt ein bisschen mit CO2 belaste. Was mir bei dem Radio gut gefällt gerade ist, dass ich hier im UKW einzeln Step by Step zappen kann. Und wenn dann RDS mit Bild hat, zeigt es mir an und verhakelt es mir nicht, dass er mit der besseren Frequenz reingeht, die er dann noch durchs RDS abfrägt. Da war gerade Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop rauschig drinne. Noch ein bisschen unscharf, vielleicht ist da besser. Ja, SWR3. Nochmal SWR3.
Regenbogen, genau, 100,4. Aber noch ohne Bild. Deutschlandfunk auf der 106,0. Na, was war da? Keine Ahnung. Da kriegt man am besten rein, aber ich weiß nicht, welcher Sender das ist. Auf der 101,3 ist eine Sender 1 aus Stuttgart, aber das ist der Empfang zu schlecht. Wobei ist auch diese Frequenz, finde ich jetzt auch sehr abenteuerlich. Ah, 102,0 Antenne 1 Neckarburg, jetzt passt. Weil es könnte natürlich sein, dass aus irgendwelchen Kabelnetzfrequenzverstärkern, die vielleicht auch hier in der Nähe sind, er dann da falsche Sender abgreifen könnte. Radio 7 auf 102,5, auch ohne Bild. Hier wäre auch nochmal Radio Regenbogen, aber wahrscheinlich falsche Ecke. Für alle, die nicht wissen, wo Dauchingen liegt bei Fehlingen-Schwenningen. 103,4, das ist die Antenne 1, genau. Standort Reutlingen. Niedersachsen. Ja, genau, in Niedersachsen. Sehr schön. Und Sie spielen auch mit uns mit. Ich beeile mich ein bisschen, weil, wie gesagt, ich den Showroom hier nicht komplett voll stinken möchte. Und wenn ich jetzt aber ausschalte, nicht, dass das Radio wieder in Batteriesparmodus dann geht, was ja natürlich auch verständlich ist beim neuen Auto. Deutschlandfunk wieder, jawohl. Rein. So, dann sind wir durch. Dann wechseln wir mal auf Quellen und gehen auf DAB. Ich mache mal das Auto aus so lang. Vielleicht erlaubt das ja trotzdem. So, er hat mir schon im Vorfeld gesagt, gerade eben, DAB könnte sehr spannend werden aufgrund der Gebäudekonstruktion, dass da nicht so viel möglich ist. Oh, 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 der hat da was, der zeigt da was. Der zeigt was. Das habe ich zu schnell gezappt. Da gibt es nichts Neues. Liste. Das sieht ja hübsch aus. Das sieht ja richtig hübsch aus. Und bei Kanäle zeigt das mir so an. Was ist bei Silmocast? Steht nichts drin zur Auswahl. Okay, dann gehen wir nochmal auf Liste und fangen einfach mal ganz oben an, würde ich sagen, oder? Okay, er hat recht. Wir kriegen nur alles vom Öffentlich-Rechtlichen rein, auf den ihrem DAB-Band. Das normale Band ist nicht verfügbar hier drin im Gebäude. Ja, ich weiß, normalerweise müsste man mit dem Auto raus sein, aber wie ihr gesehen habt, ist es ja nicht angemeldet. Dann könnten wir es ein bisschen besser testen. Also wissen wir, dass entweder SWR hier bei Fehlingen-Schwenningen, in Dauchingen entweder ein Mast hat für den DAB oder die, die stärkeren DAB-Frequenzen haben im Vergleich zu den anderen Multiplexen, die es sonst noch gibt. Ja, dann sind wir beim Scan soweit durch. Gehen wir noch mal kurz ein bisschen ins Menü rein. Und schauen wir mal, was wir noch haben. Bei Musik, wenn du ein Handy gekoppelt hast, klar, geht jetzt nicht, haben wir keins angeschlossen. Telefon, klar, Apps ist dann Android Car. Wenn es dann miteinander verbunden ist, haben wir jetzt natürlich auch nicht. Info, wahrscheinlich vom Auto, Reifendruck, genau, zeigt da alles schön an. Hier, wie weit alles reicht, auch sehr schön, die ganzen Infos.
Und dann noch unter Einstellungen, guck alles, was er hat. Fahrassistent, Parkassistenz, Multisense und Fahrzeugkonfigurator. Was haben wir da schön drin? Genau, Lautstärke vom Blinker, dann Segeln. Segeln ist, dass er dann, wenn wir gerade auf einer guten, leicht abschüssigen Strecke sind, dass er dann den Motor ausmacht und man dann im Grunde genommen nur vom Rollen her mitläuft. Hier ist der Fahrassistent, zeigt dann, was er alles hat. Spur, Verkehrszeichen erkennt, der toter Winkel, aktives Bremsen und Abstand nach vorne. Sehr schön. Parkassistenz hat er auch, sehr gut. Mit Töne und noch zu Schluss Multisense, was haben wir da? Da sind dann die verschiedenen Möglichkeiten, was du machen möchtest. Schick, schick, dieses Auto hier kostet in der jetzigen Ausstattung hier Liste 35.750 Euro, ist A Triple Plus und wie gesagt, es ist hier der Mild Hybrid 1,3 Turbo Benziner mit 103 kW, entspricht 140 PS, mit einer 6-Gang-Automatikschaltung. Wir sehen gleich noch den anderen, er hat noch einen zweiten da in Rot. Der hat eine andere Motorisierung drin, den schauen wir uns natürlich dann auch noch kurz an. Aber dann sehen wir es soweit erstmal durch. Hier nochmal kurz das Display, so einmal schön das Display, hervorragend. Dann noch zur Innenausstattung. Wir haben hier, wie ihr seht, ein 12 Volt Zigarettenanzünder, 3,5 AUX und zweimal USB-A Anschluss. Dann hier so die klassischen Sachen, Temperatur, Lüftung, Umluft, Heckscheibenheizung, Frontscheibenheizung, Aircondition, Sitzheizung, Automatik an aus, Warnblinker, sehr gut in der Mitte zu erreichen, Auto abschließen. Hier gibt es nochmal zwei Optionen, die man dann je nachdem, welches Ausstattungspaket man hat, nochmal dazu kaufen kann. Unter anderem Lenkradheizung, dann Lichteinstellung, dass man die anderen Leute nicht blendet, dann Tachohelligkeit und Spurhalteassistent oder Abstandshalter. Das Lenkrad zeige ich euch noch schnell. So sieht das Multifunktionslenkrad aus. Aufgeräumt, hat alles, was man braucht. Und natürlich dann also die Hebel für Blinker, Scheinwerfer, Licht, Scheibenwischer. Und hier sind noch tatsächlich die Wippen zum Hoch- und Runterschalten. So, von der Fahrerseite ab auf die Rückbanken. Mal gucken, wie viel Platz ich da habe. So. So, passt ganz gut. Der Sitz ist ganz normal vorne eingestellt, dass man als Erwachsener wirklich Platz hat. Hier oben haue ich mir jetzt auch den Kopf an. Ich komme sogar hier mit meinen 1,72 durch. Und wenn man sich danach anschnallt, passt es dann eigentlich sehr gut. Musik hat man auch hier zur Beschallung. Hier kann man ein bisschen seine Zeitung reinmachen. Man hat hier sogar nochmal Ladegerät. 12 Volt und auch nochmal zweimal ein USB-A-Anschluss. Bisschen Lüftung hat man sogar in dieser Preisklasse drin, was wirklich nicht schlecht ist. Und was ich gerade noch entdecke, Leselampen für die Rücksitzbank. Schick, schick. Was mir sehr gut gefällt bei dem neuen ASX, dass Mitsubishi den Mut hat, seinen kompletten Namen draufzuschreiben, statt die drei Diamanten, wobei drei Diamanten auch schön sind. Aber dieses Auto hat noch einen richtig geilen Lifehack. Viele kennen ja die Rückbank, klassisch ein Drittel, zwei Drittel zum Umklappen. Manche sind auch in der Tiefe verstellbar. Doch dieses Auto hat die Möglichkeit, noch mehr die Bank zu verschieben, dass man einen XXL-Kofferraum dann hat. Man kann nämlich die Bank komplett nach vorne schieben, also die Fahrer, die hinten sitzen, keinen Platz mehr mit den Füßen, aber wenn man jetzt Kinder dabei hat, die dann eh in einer Maxi-Cosi sitzen, ist das dann relativ, aber man hat dafür hinten für Kinderwagen und sonstiges Familien-Equipment einfach viel, viel mehr Stauraum.